Hallo zusammen. Ja, in diesem Video kommt jetzt das endgültige Fazit bzw. eben auch nochmal so ein bisschen ein Überblick, wie ist es denn eigentlich nach dem Küchenkauf bei Poco gelaufen? Sprich die Zeit vom Kaufvertrag unterschreiben bis hin zur Küchenlieferung und zum Aufbau. Das Video zur Küchenberatung, zur Planung und so weiter, wie wir dann zu der Kaufentscheidung gekommen sind, das verlinke ich euch hier auch nochmal. Da habe ich ja auch so eine Art Fazitvideo gemacht. Und auch wie die Küche jetzt mittlerweile aussieht, da habe ich ja jetzt auch das Video vom letzten Mal oder von der letzten Woche ist ja quasi der, ja, die Verwandlung unserer alten Küche in die neue Küche. Und in diesem Video gibt es dann so gesehen jetzt mal einen Überblick über die Zeit nach dem Kaufvertrag. Was war gut, was war vielleicht auch nicht so gut und natürlich die gute Frage, würden wir es nochmal wieder machen oder eben vielleicht auch nicht. Ja, also nachdem wir dann dort den Kaufvertrag unterschrieben haben, haben wir da ja auch dann direkt drüber gesprochen, wie ist es mit der Lieferung. Da hat man uns ja gesagt, könnte eventuell schon März, April rum was werden. Da haben wir gesagt, nee, wollen wir noch gar nicht so früh. Wir planen so circa Mitte Mai, weil wir eben vorher noch einen Urlaub geplant hatten. Dann war auch noch ein Business-Termin, das wussten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. So, und von daher haben wir dann so gesagt, ja, wir hätten gerne so Mitte Mai. Das haben die dann auch für uns dort hinterlegt. Man hat uns aber auch direkt, oder unser Küchenplaner hat uns auch direkt darauf aufmerksam gemacht, dass natürlich gerade in der jetzigen Zeit, und damals war ja noch nicht mal die ganze Sache mit der Ukraine dann noch, wo jetzt nochmal wieder teils Lieferverzögerungen und so weiter sind, dass aber aufgrund von Corona damals eben in dem Falle noch auch mal Lieferverzögerungen sein können und so weiter und so fort. Das hatte er uns also wirklich auch schon damals gesagt. Und auch so die Alternative, so nach dem Motto, wenn es vielleicht auch nur mal um ein Gerät geht, dass man dann natürlich auch überlegen kann, nimmt man alternativ ein anderes Gerät oder so. Ja, so sind wir dann damals verblieben, dass wir gesagt haben, okay, machen wir erstmal Mitte Mai fest und dann gucken wir mal weiter. Ja, also von daher, da war dann auch so, dass wir in der Zwischenzeit auch nichts weiter gehört hatten. Sprich, wir haben jetzt nicht irgendwie Mitteilungen schon bekommen, das und das verzögert sich oder so und so sieht es aus, sondern da war eigentlich so, dass wir ja nach dem Kauf erstmal in Anführungsstrichen Ruhe hatten. Ja, und dann sind wir am 7. Mai? 6. Mai? Irgendwo um den 4. bis 6. waren wir geschäftlich noch auf einem Schiff, sind dann zurückgeflogen von Barcelona und als wir im Auto vom Flughafen zurücksaßen, haben wir dann auch den Anruf bekommen von Poco, dass sich das mit der Lieferung für das Kochfeld im Moment verzögert. Das heißt, das Kochfeld würde nicht pünktlich zum vereinbarten Liefertermin, sprich zu Mitte Mai, da sein. Das würde sich so circa um eine Woche verzögern, hat man uns da gesagt. Genau konnte man es aber auch noch nicht jetzt festmachen, ob es jetzt wirklich bei der Woche bleibt oder ob sich dann nochmal was verzögert. Logisch liegt nicht in deren Hand. Die kriegen die Mitteilung vom Hersteller des Ceranfelds und dann müssen die sich auch erstmal drauf verlassen. Und da haben sie uns das halt mitgeteilt und wir haben gesagt, ist gar kein Problem. Im Gegenteil, eigentlich war es für uns sogar noch ganz recht, weil mein Mann ja hier alles alleine dann so mit den Anschlüssen umlegen und so weiter machen wollte, tapezieren, neuen Boden und. Und wir eben 2 Tage länger weg waren als eigentlich geplant. Und da hat er gesagt, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und da haben wir dann gesagt, okay, prima, dass die uns das wirklich auch vernünftig frühzeitig mitgeteilt haben. Das lief also schon mal sehr gut mit der Kommunikation. Dann warten wir halt nochmal ab. So, dann war also die Woche nach der eigentlich geplanten Lieferung auch rum und wir hatten da so noch nichts gehört. Und dann wollte mein Mann eigentlich schon anrufen. In dem Moment haben die sich aber dann auch wieder gemeldet, dass das wohl noch länger dauern würde. Sie hätten aber ein anderes Ceranfeld jetzt da, was ähnlich ist wie unseres. Allerdings würde da halt diese ja, Umrandung quasi, diese Chromverkleidung, wie auch immer man das nennen möchte, ihr wisst, was ich meine, ich habe da jetzt das passende Wort nicht dazu, würde allerdings bei diesem Feld nicht dabei sein, sondern das wäre dann einfach nur quasi das Glasfeld, so wie man es auch manchmal macht. So, ob wir damit einverstanden wären und dann hatte mein Mann gesagt, ja, ich spreche das mit meiner Frau ab, weil sie ihn auf Arbeit erreicht haben. Und ja, wir könnten uns das auch sonst gerne dort vor Ort nochmal angucken und das traf sich gut, weil wir einen Tag später sowieso nochmal zu Poco wollten wegen einer anderen Sache. Und da haben wir gesagt, okay, wir kommen da morgen mal eben vorbei und schauen mal. Ja, und von daher sind wir dann also erstmal zu Poco und da mussten wir dann erstmal eine ziemlich lange Zeit warten. Okay, was heißt mussten lange warten? Das war dann auch ein bisschen unsere eigene, in Anführungsstrichen, Dummheit. Wir sind da also hin.
Und unser Küchenberater, bei dem wir das Ganze also gemacht hatten, der war auch da, hatte in dem Moment noch eine Beratung. So, und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir einmal rum und gucken erstmal nach dem, weshalb wir eigentlich hinfahren wollten. So, und dann kamen wir wieder und sahen wir, dass da schon wieder jemand stand, der darauf wartete. So, die anderen waren dann gerade fertig, derjenige ging hin und dann haben wir schon so ein bisschen mitbekommen, weil wir uns kurz dahingestellt haben und gedacht haben, okay, warten wir mal eben, dass der eben auch eine komplette Küchenplanung machen ließ, weil das ging dann auch so, dass die sich über Maße unterhalten haben, dann fingen die an mit dem Bildschirm, was wir auch alles hatten und da unsere Küchenplanung über 2 Stunden gedauert hat, haben wir dann gesagt, was nun? So, und dann sind wir erstmal auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, wir fragen mal einfach eine andere Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter dort, denn wir hatten ja Kaufvertrag, alles dabei, die konnten die Sachen ja einsehen. So, das haben wir dann auch gemacht und dann ging es wirklich schnell. Das hätten wir vielleicht mal eher machen sollen. Also wenn ihr sowas mal habt und ihr seid da, also geht dann einfach zu jemandem anders, weil die können das auch klären. So, da haben wir der Dame das eben gesagt, dass sich das verzögert und wir sollten uns was anderes angucken. Und ja, hat sie das aufgerufen und gesagt, ah ja, es ist hier auch notiert. Das heißt, da scheint die Kommunikation intern auch ziemlich gut gewesen zu sein. So, und dann hat sie uns das Ceranfeld, was also direkt lieferbar wäre, gezeigt. Das war auch dort in einer Küche verbaut. Ich habe gesagt, ach, gefällt mir fast noch besser als mit irgendeiner groben Dinges drum. Ich sage, okay, nehmen wir. Das war dann auch noch dadurch ein bisschen günstiger. Die haben das sofort aus dem Kaufvertrag dann quasi rausgerechnet, die Summe, haben uns eine neue Rechnung ausgestellt und dann haben wir vorne die Restzahlung halt getätigt, sodass wir dann gesagt haben, okay, die Restzahlung ist getätigt. In dem Moment ging dann also das Go an die Küchenlieferer, den Küchenlieferanten, wie auch immer, dass die also sich dann bei uns melden können, um einen Termin festzulegen, wann dann die Küche angeliefert wird. So, die haben dann gesagt, klar, dauert immer so ein paar Tage, 1-2 Tage, bis dann das Geld dort verbucht ist, weil erst dann wird die Küche auch geliefert. Ja, und haben dann gesagt, okay, warten wir doch mal einfach ab. Es war dann, meine ich, auch Pfingsten noch dazwischen. Irgendwas war. Jedenfalls hatten wir dann gesagt, wir warten einfach mal bis Dienstag und wenn wir dann noch nichts gehört haben, ruft mein Mann Mittwoch nochmal eben da an. So, ja, das war dann aber nicht mehr nötig, denn vorher haben die sich wirklich tatsächlich schon gemeldet. Das Geld war also auch recht schnell dort dann verbucht oder das weitergegeben, das bezahlt wurde. Und hätten dann eigentlich schon direkt eine Woche später liefern können. Da haben wir dann aber gesagt, oh, wird knapp, weil wir haben natürlich die Küche noch nicht komplett auseinandergenommen, wo wir noch nicht wussten, wie weit verzögert sich das. Und dann haben wir halt einfach mit den Lieferanten dann quasi den 21.06. vereinbart, sodass mein Mann noch genügend Zeit hatte, das alles zu machen. Oder wir dann auch. Ich habe ja auch so einen Kram mit Tabellenabreißen und so versucht mitzuhelfen. Ja, und da war es dann also so, wir hatten dann endlich unseren Termin. Ja, und am Tag der Küchenlieferung, beziehungsweise einen Tag davor, gab es dann auch nochmal eine SMS von wegen, ne, die Küche wird zwischen 7 und 11 angeliefert und dann kommt der Monteur, so hieß es wohl. Habe ich gedacht, okay, 7 und 11 ist eine ziemliche Zeitspanne. Habe dann also dementsprechend so geplant, dass ich morgens um 7 auch so war, dass ich hier jemandem hätte die Tür aufmachen können. So. Und dann war es so gegen kurz vor 8, sah ich dann schon hier so ein Van, hätte ich fast gesagt, drauffahren, wo ich gedacht habe, das kann aber nicht die Küche sein, weil da passt die Küche definitiv nicht rein. So, und dann klingelte es hier und ich so, oh, sie kommen wegen der Küche. Es war dann ein einzelner Herr. Ja, ich bin der Monteur und bin jetzt wegen der Küche da. Da habe ich gedacht, okay, ne, der wird schon wissen, dass die Küche noch nicht da ist, wie auch immer. Ja, war dann einfach nur gut geplant, würde ich im Nachhinein sagen. Denn er hat einfach sich dann in der Zeit in der Küche angeguckt, sind die Anschlüsse wirklich alle da, wo sie sein sollten? Hat mein Mann das alles schon vorbereitet? Ist alles okay? So, dann hat er gesagt, oh, ich brauche viel Platz hier, es ist ein bisschen eng alles. Ja, können wir nichts dran ändern, unser Haus ist so. Wir hatten hinten aber den Wintergarten relativ freigeräumt, wo eben auch unsere Behelfsküche steht. Ich habe gesagt, sie können den Garten nutzen, es war ja an dem Tag kein Regen vorhergesagt. Ja, das war aber alles noch nicht so, wie er das wohl gerne hätte haben wollen. Und da habe ich gesagt, ja gut, auch das Wohn-Esszimmer, wenn da was sein muss. Ja, und da hat er dann letztendlich sich Pappe hingelegt und alles vorbereitet. Also hatte ich hier das ganze Wohn- und Esszimmer auch ein bisschen im Beschlag. Gut, ich hatte für den Tag ein paar Sachen fürs Homeoffice, also fürs Business gemacht, aber auch nichts Weltbewegendes, weil ich mir schon gedacht habe, das wird nicht so gut mit Arbeiten klappen. So, dann hat er sich das also alles vorbereitet und in der Zeit kam dann irgendwann auch der große Lieferwagen hier auf den Hof gefahren und die Küche wurde gebracht. Ja, und dann standen hier schon im Wohnzimmer und so weiter Schubladen und all so ein Kram, die hatte er dann erstmal hier hingepackt. Ich habe mich dann wirklich mit meinem Laptop verzogen hier ins Wohnzimmer auf die Couch, habe meine Sachen gemacht und habe gesagt, ich gucke
da nicht hin, solange er nicht irgendwas wissen möchte. Weil ich wollte mich einfach von der Küche dann im Gesamten überraschen lassen. Ich wollte nicht sehen, oh, da steht jetzt schon ein so ein Schrank und wirkt das, sondern ich hatte mir so vorgenommen, ich gucke mir das dann an, wenn es fertig ist. Ja, er war dann also alleine, muss man dazu sagen. Dadurch hat sich dann auch bis irgendwo gegen 16 Uhr hingezogen. Irgendwo kurz nach 16 Uhr dann sagte er dann so, ich möge dann bitte mal gucken kommen. Dann hat er mir natürlich gezeigt, gut, ne, sind jetzt hier alle Geräte, funktionieren die so weit, also ne, dass er die angeschlossen hat, sodass die auch einsatzfähig sind. Ja, und dann bin ich in die Küche gegangen. Wow, hat mir natürlich super gut gefallen, aber mir ist sofort was aufgefallen. Und zwar hatten wir an unserer Seite, wo eben Herd und so weiter stehen, an dem Schrank oben, oberhalb des Kühlschranks, war ein richtig dicker, breiter, ja, so weißlicher Streifen. Ich habe dann gedacht, okay, Staub, bin aber natürlich sofort im Finger rüber, ob das wohl weggeht. Und es ging eben nicht weg. Habe ein bisschen doller mit dem Finger gemacht, es ging immer noch nicht weg. Dann habe ich zu ihm erstmal gesagt, ich sage, Moment mal, was ist das da? Kriege ich das irgendwie weg? Ist das noch irgendwie ein Rest oder was? Er sagte, ich nehme mal an, dass das Kleber ist, das wird dann schon weggehen. Ja, ich gesagt, ja, aber darauf möchte ich mich ja nicht verlassen, weil ne, an wen ich mich wenden müsste, sollte das nachher beim Putzen nicht weggehen. Und da hat er dann gesagt, ja, wenn irgendwie sowas in der Art ist, dann müsste ich mich dann wieder an Poco wenden, weil das ist Pocos Sache, da haben die nichts mit zu tun. Die bauen halt nur auf und ich muss bestätigen, dass ich seit so weit ordentlich aufgebaut habe. So, er war dann aber noch so nett und er hat gesagt, ja, aber ich guck mal eben, ich habe draußen noch sowas, weil er vermutete, dass es eben Klebereste sind oder so. Ich habe da noch so ein Mittel und dann ist er damit nochmal rein, hat das dann gemacht und dann war dieser Streifen auch weg. Ich hatte aber was Ähnliches auch noch an dem Glasstreifen in der Hängeschranktür. Und habe dann gesagt, okay, dann weiß ich jetzt Bescheid, wenn ich das nachher versuche und das geht nicht weg, müsste ich damit also das Ganze bei Poco reklamieren. Ja, sagt er, genau so ist das. Ja gut, habe ich dann erstmal so auch hingenommen, habe alle Schubladen mal so ausprobiert, läuft das alles so mit diesem, dass die dann auch zugehen, wenn ich sie quasi anstupse und loslasse und dann gehen die ja so langsam zu, die haben ja diesen, ach, wie heißt das, keine Ahnung, egal, also so, ihr kennt das, haben ja die meisten modernen Küchen jetzt oder neueren Küchen. Das hat auch soweit alles geklappt, sah auch soweit alles gut aus. Ja, und dann ist er also, musste ich das alles unterschreiben, musste noch etwas um die 80 Euro für irgendwelche Anschlüsse und Schellen und sowas bezahlen. Da muss ich sagen, er sagte dann zwar, ja, da steht auch drin, dass ich das bar bezahlen muss. Das habe ich nicht so deutlich rausgelesen, sondern ich dachte, es gäbe da eine Rechnung oder sowas. Es stand wohl drin, dass das extern der Preis extern dieser Sachen wäre, oder exklusive. Ja, gut, habe ich dann vielleicht nicht richtig gelesen oder falsch wahrgenommen. Ich hatte dann zum Glück noch genügend Bargeld im Haus, weil ich habe das nicht immer so viel Bargeld im Haus. Manchmal zahle ich auch vieles mit Karte und sage dann auch, ich muss erst die nächsten Tage zur Bank. Also falls ihr bei Poco eine Küche kauft, plant das mit ein, auch wenn es nicht so ganz deutlich vielleicht irgendwo stand. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Ja, aber das war da sonst alles in Ordnung. Habe das dann in dem Falle so weit unterschrieben. Ich muss auch sagen, er hat die Küche sehr, sehr oder recht sauber hinterlassen, also auch in den Schränken. Er hat alles ordentlich abgesaugt beim Bohren. Ich habe die dann hinterher ausgewaschen und da war also kaum irgendwie mal irgendwas an Späne oder sowas drin vom Bohren oder sonstiges, sondern das war wirklich gut ausgesaugt. Gut, auf dem Boden war ein bisschen was. Wir hatten aber auch ausgelegt noch mit so einer Folie. Das war also, das habe ich durchaus schon anders erlebt, wenn was aufgebaut wurde und auch bei anderen Leuten im bekannten Verwandtenkreis schon gehört. Also das finde ich, hat er sehr, sehr, sehr sauber und gut gemacht. Ja, und von daher hat das auch alles super geklappt und ich war da auch sehr zufrieden mit und so auch den ganzen Tag über, wie das dann ablief. Er hat nicht groß irgendwie gestört oder sowas, hat jetzt für sich da gearbeitet. Gut, er hat direkt das Radio ein bisschen lauter angehabt. Ja, hätte man vielleicht mal fragen können, ob das in Ordnung war, weil ich ja, wie gesagt, noch ein kleines bisschen am Arbeiten war. Ich hatte das Laptop auch an. Aber das sind so Kleinigkeiten und das liegt ja dann auch nicht an Poco, sondern da kommen ja auch entsprechende Firmen und vielleicht ist das bei euch in eurem Gebiet dann wieder eine ganz andere Firma. Aber das war jetzt nichts Hochdramatisches. Er war also freundlich, er war ganz, ja, er war vernünftig, sage ich jetzt mal so. Und das war alles halt, also war jetzt nichts Großes, nur fand ich halt ein bisschen merkwürdig. Ich habe dann noch meinen Mann gefragt, weil der ja auch im Handwerk tätig ist und wenn die zum Kunden gehen oder so, naja, wir fragen schon meistens, dann ist es in Ordnung, gerade wenn der Kunde zu Hause ist und im Moment in Zeiten, wo viele noch auch so Homeoffice machen müssen oder so,
Aber gut, das, mich hat es dann nicht groß gestört. Es war auch ein Sender, den ich sonst auch höre. Von daher war das auch alles in Ordnung. So, also alles in allem, ja, hat auch der Aufbau sehr gut geklappt. Demnach fällt das Fazit natürlich, das Endfazit auch super positiv bisher aus. Also von der Planung, die Beratung und so weiter im Vorfeld, da habe ich ja das ausführliche Video auch zu, was ich euch verlinkt habe, über die Kommunikation dann kurz vorm Liefertermin, sprich wo wirklich dann was nicht fristgerecht geliefert werden konnte, bis hin zum Angebot für eine Alternative, war das alles super und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so gut klappt. Denn ich habe von anderen Leuten, die in wirklich teuren Küchenstudios, die speziell nur auf Küchen fokussiert sind und so weiter, habe ich die schlimmsten Dinge schon gehört. So mit, ah, es kam dann nicht und dann kam die Kommunikation nicht und dann war alles falsch und dann war das aufgebaut, aber da war der Schrank, da waren die Türen gar nicht richtig eingestellt und. Und da habe ich wirklich schon gedacht, oje, oje, was erwartet mich da noch gerade, weil ja Poco eher. Ja, ich sag mal, so Massenabfertigung ist, ne? So Möbelhauskette und, denkt man ja manchmal selber. Aber nein, also kann ich nichts Negatives, zumindest hier bei uns, die Filiale, die wir genutzt haben und wie das lief, kann ich nichts Negatives zu sagen. Wie lange, wie gut diese Küche nun hält. Natürlich, vielleicht sage ich in 3 Jahren, da ist alles schon Schrott und oh Gott, die Küche war jetzt auch nicht gerade ein Spottpreis, auch wenn sie halt nur von Poco kommt. Und dafür ist es schrecklich und ein Küchenstudio hätte das vielleicht anders gehabt. Aber erstens weiß man das nicht. Und zweitens hoffe ich das einfach mal nicht, weil wie gesagt, hier im Bereich sind wir sehr zufrieden mit all den Möbeln, die wir von Poco haben. Die sind mittlerweile 7 Jahre alt hier, was hier alles so steht. Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das bei der Küche auch so sein wird, wenn man die pflegt. Es war übrigens noch ein ganz tolles Pflegeset mit bei, mit allen möglichen ja, Reinigungsmitteln, speziell für die Fronten, fürs Terrarenfeld, für die Spüle. Das lag da in der Schublade. Das habe ich dann zufällig beim Reinigen gefunden. Ja, also von daher, wir sind sehr, sehr zufrieden bisher. Es ist alles toll. Mir gefällt die neue Küche. Ich koche da jetzt super gerne. Sieht endlich alles schön aus. Ja, und von daher. Von mir, beziehungsweise auch generell von uns, mein Mann sagt das auch, gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch für eine relativ günstige Küche, denn ich finde, knapp 7.000 Euro für diese kleine Küche, die wir ja nun mal haben, ist ja jetzt auch nicht mal eben so, was man so aus der Hosentasche zaubert, aber im Vergleich zum Küchenstudio wahrscheinlich doch schon noch günstiger. Gibt es trotzdem beide Daumen hoch, wenn man das gerne dann auch sehr individuell haben möchte und ja, also von daher. Wenn ihr eine neue Küche haben möchtet und sagt, es kann nicht das ganz teure individuelle Küchenstudio hier regional oder sowas sein, dann schaut einfach mal bei Poco vorbei. Vielleicht habt ihr bei euch in der Filiale auch Glück, dass ihr so kompetente, nette Leute habt. Ja, und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu der Küche oder sonstiges habt, einfach mal drunter kommentieren, dann beantworte ich das natürlich gerne. So, das war jetzt so ein bisschen ja, Real Talk und Fazit Talk und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.